Und da sind wir wieder bei der nächsten Folge von The Waven und machen direkt mal weiter. So eine neue Erkenntnis haben wir ja schon mal. Dr. Gebhardt hatte wohl das Glas, das wir dann schlussendlich bekommen haben. Ich habe aber irgendwie noch das Gefühl, dass ich hier viel zu wenig Leute vorfinde. Vielleicht finde ich ja jetzt draußen jemanden. Im Salon waren ja schließlich jetzt auch der Kapitän und Lady Westmacott, nachdem ich mit Legrand gesprochen habe. Was wieder so ein Ding ist, dieses Spiel arbeitet viel stärker als viele andere Point-and-Click-Adventure mit der Abfolge von spezifischen Ereignissen. Also bestimmte Dinge muss man tun, damit andere Dinge passieren können. Was ich aber gut finde, weil das ist eigentlich auch logisch und nimmt manchmal etwas von der Randomness mancher Abläufe und Rätsel. Kann aber natürlich auch frustrierend sein, wenn man, sagen wir mal, einen sehr eigenen Kopf hat, wenn es um das Spielen solcher Spiele geht, ne? Salzige Seeluft in meinen alten Lungen. Wind im schütteren Haar. Wäre ich nicht Polizist, hätte ich auch Seemann werden können. Ja, hier auf der Seite kommen wir wohl nicht weiter. Dann werden wir wohl zu Dr. Gebhardt gehen. Wie gesagt, ist vermutlich wieder so ein Fall von, wir müssen erst mit Dr. Gebhardt reden, dann tauchen vielleicht hier auf dem Deck neue Leute auf. Das ist halt genau das, was ich meine mit sehr eigenem Kopf. Ich bin so ein Typ, ich bestimme sehr gern selber, in welcher Reihenfolge ich Dinge angehe, aber auf der anderen Seite, ne, wenn das Spiel dadurch eine gewisse innere Logik erschafft, finde ich das sehr gut. Herein! Servus, Dr. Gebhardt. Und da ist schon der Nächste. Bitte? Sie wollen doch auch schon wieder was von mir, oder? Ich befürchte ja. Was für ein erster Arbeitstag. Also. Ich habe gehört, ich wurde mit Schlafmittel betäubt. So scheint es. Was können Sie mir dazu sagen? Ich? Was habe ich damit zu tun? Haben Sie das Glas nicht untersucht? Nein, habe ich nicht. Der Inspektor meinte, er sei der bessere Chemiker von uns beiden. Ich habe ihn gelassen. So konnte ich mich wenigstens auf die Leiche konzentrieren. Glauben Sie, die Baronin könnte auch betäubt worden sein? Sie war sehr müde und wackelig auf den Beinen, als Legrand und ich sie getroffen haben. Ich habe davon gehört. Ich muss sie im Salon knapp verpasst haben. Und ohne sie selber gesehen zu haben, ist eine Diagnose schwierig. Natürlich. Können Sie zu Ihrem sonstigen Gesundheitszustand etwas sagen? Sie hatte erhebliches Übergewicht und der Butler sagte, sie litt an Diabetes. Trotzdem sei sie seit Jahren bei keinem Arzt mehr gewesen. Klingt nicht gut. Kommt häufiger vor, als man denkt. Einige Leute haben Angst vor Ärzten und bezahlen das mit einem frühen Tod. Gut möglich, dass die Baronin so oder so nicht mehr viele Jahre vor sich hatte. Was hat die Untersuchung des Opfers ergeben? Es ist tot. Ich habe sie nicht die Nacht durcharbeiten lassen, Dr. Gebhardt. Sie wurde erschossen. Aus kurzer Distanz, vermutlich mit einer Pistole. Es scheint, als habe sie auf dem Bett gelegen. Der Schuss traf sie ins Herz, sie war sofort tot. Ein Schuss? Mehr war nicht nötig. Und immerhin fiel auch nur ein Schuss, nicht wahr? Und es gibt auch nur eine Eintrittswunde? Nur eine. Konnten Sie das Projektil schon entnehmen? Hat Legrand sie geschickt? Was ist mit diesem Franzosen? Ich habe doch gesagt, dass ich mich melde, sobald ich es habe. Das habe ich auch schon dem Wachmann gesagt, den er die ganze Nacht lang rübergeschickt hat. Nachdem ich Legrand selber endlich losgeworden war. Er hat Ihnen über die Schulter geschaut? Er hätte mir wohl am liebsten das Skalpell aus den Fingern gerissen. Aber das hier ist meine Praxis. Und ich lasse mir von Amateuren nicht ins Handwerk pfuschen. Verständlich. Wie lange wird es denn noch dauern? Ich bin gerade fertig geworden. Mit freundlichen Grüßen an seine Majestät.
Danke. Ich glaube, das war's fürs Erste. Nein, das war's fürs Erste, Zweite und Dritte. Ich werde mich einige Stunden hinlegen. Richten Sie das Ihrem Chef aus. Aber... Könnte ich dann zumindest den Schlüssel bekommen? Mit Sicherheit nicht. Aber wenn wir das Opfer noch mal untersuchen müssen? Dann weiß der verehrte Inspektor, wo er mich finden kann. In meiner Kabine, im Bett. Gute Nacht, Wachtmeister Zellner. Habt ihr den winzigen Bug gesehen, wo man ganz kurz ihn noch mal für einen Frame oder so hat aufblinken sehen, wie er mitten in seiner Krankenstation steht? Herrlich sowas. Ja, man kann der beste Programmierer und sonst was sein. Die Grafik macht einem manchmal einfach einen Strich durch die Rechnung. Egal. Also wir haben das Projektil. Gephardt ist ziemlich gereizt, obwohl er eigentlich immer mir sehr nett vorkam. Aber gut, eine Nacht durcharbeiten und unter Stress gesetzt werden. Ich glaube, das setzt jedem zu. Oh, was haben wir denn hier? Der klägliche Versuch, das Innere des Schiffs weniger trostlos erscheinen zu lassen. Etwas Farbe an den Wänden hätte mehr geholfen. Zumal die Pflanze mit so wenig Tageslicht vermutlich nicht lange durchhalten wird. Da ist was drin. Nein, ich habe genug geschlafen. An so einem Alarmmelder wurde gestern Alarm ausgelöst. Dieser hier wurde nicht gezogen. Die Verplombung ist intakt. Ein Rettungsplan und einige Tipps des Doktors gegen Seekrankheit, Sonnenbrand und dergleichen. Und hier, Termine für das Unterhaltungsprogramm an Bord. Umtrunk mit dem Kapitän, Shuffleboard-Wettbewerb auf dem Vorderdeck. Das war's schon. Ist ja ein richtiger Spaßdampfer. Gut, bringen wir mal Legrand das Projektil. Vielleicht bekommen wir dann eine neue Aufgabe oder so. Herein! Wachtmeister? Wegen des Schlafmittels. Wer hat Ihnen das Glas gegeben? Es war Kapitän Di Conti. Sicher? Er streitet es nicht ab. Er sagt allerdings auch, dass die Gläser an diesem Abend durch eine Menge Hände gegangen sind und jeder freien Zugang zum Champagner hatte. Also hätte es jeder sein können. Vielleicht ist die Frage nicht, wer das Gift ins Glas getan hat, sondern wer vergiftet werden sollte. Kluger Mann. Und wer sollte vergiftet werden? Dr. Gephardt. Von ihm hatte der Kapitän das Glas. Ein betäubter Schiffsarzt. Das klingt für den Mörder nach einem größeren Nutzen als ein betäubter Wachtmeister. Meinen Sie? Musste der Mörder davon ausgehen, dass sein Schuss das Opfer nicht sofort töten und Dr. Gephardt es in einer Notoperation retten würde? Sie haben recht, das ist unwahrscheinlich. Mein Ego sucht nur nach Erklärungen, warum man Sie ausschalten wollte und nicht mich. Gute Arbeit, Zellner. Ja, das Ego kann einen manchmal sehr verleiten. Wegen der Kugel. Hier ist sie. Hervorragend. Geben Sie her. Wie vermutet, 7,65 mm Parabellum. Wollen Sie sie denn gar nicht näher untersuchen? Sobald ich Zeit dafür habe. Wir können vorerst davon ausgehen, dass wir die Mordwaffe haben. Es wird nicht allzu viele antike Luger 08-Pistolen an Bord geben. Dürfte ich mich mal in der Kabine der Baronin umsehen? Wir haben sie bereits gründlich untersucht. Sicher, aber jetzt bei Tageslicht? Ja, schon gut, es kann nicht schaden. Hier, nehmen Sie die mit. Danke. Ich melde mich, sobald ich etwas Wichtiges gefunden habe. Aber bitte auch nur dann. Ich habe zu tun. Natürlich. Noch ein Gereizter. Aber er hat schon recht, also wahrscheinlich haben wir die Tatwaffe. 7,65. Ja. Heutzutage ist halt 9 mm die Standardmunition. Ne? Gut, wo ist denn überhaupt die Kabine? Ja genau, das sollte ich übrigens auch mal überprüfen, mein Inventar. Briefchen mit der... In diesem kleinen Papierbriefchen werden Beweise gesammelt. Zumindest solche, die in kleine Papierbriefchen passen, okay. Und ansonsten haben wir halt nur die Eiswürfelzange und unser Portemonnaie. Gut,
Wo ist denn jetzt die Kabine der... Oh, das Modell. Ein Modell der Lydia vor ihrem Umbau. Früher war sie ein reines Transportschiff. Die breiten Korridore, die Kabinen und den Salon hat sie erst in späteren Jahren erhalten. So, jetzt gucken wir uns doch mal die Kabine der Herzogin an. Oder Baronin, nicht Herzogin. Ah, hier war das, ne? Genau. Das ist der erste Mordtatort, mit dem ich zu tun habe. Aufregend. Aufregend. Okay, fangen wir damit an. Schloss und Kette, ja. Der Rahmen der Tür wurde beschädigt, als Dr. Gebhardt sie eintrat. Die entscheidende Frage lautet, warum war die Tür überhaupt abgeschlossen? Der unhandlichste Reiseschrank, den ich jemals gesehen habe. Eine portable Bar würde ich das nennen. Muss unglaublich anstrengend sein, das große schwere Ding heil durch die halbe Welt zu transportieren. Und die Baronin hatte Glück, dass die hinteren Transportwaggons bei der Explosion nur leicht beschädigt wurden. Okay, also die Frau scheint generell dem Alkohol sehr zugeneigt. Auf dem Schreibblock prangt das Emblem des Schiffs. Vermutlich bekommt man so etwas in den Erste-Klasse-Kabinen gestellt. Ah, sehr schön. Das ist doch so eine Sache, die kennt man doch. Das ist ein großartiges Klischee. Übrigens, eine Methode, die tatsächlich auch funktioniert. Ne? Man muss ja mal bedenken, bei Krimis und bei Arztserien oder sowas gibt es ja auch viele Tricks, viele Sachen, die in der Realität anders sind. Aber das mit diesem Abpausen, das funktioniert in der Realität tatsächlich. Also auf so einem klassischen Block, ne? Da steht... Inspektor, seien Sie um 22 Uhr im Salon. An Bord dieses Schiffes ist ein Mörder und ich werde ihn entlarven. B. Die Baronin scheint ihren Mörder gekannt zu haben. Und damit ist klar, dass der Rabe nicht der Mörder sein kann. Er hat nie jemanden umgebracht. Le Grand hat die Nachricht vermutlich nie erhalten. Sonst hätte er etwas davon gesagt. Das glaube ich allerdings auch. Das könnte ihn interessieren. Die Kleiderpuppe gehört sicherlich zum Inventar der Kabine. Eine Kleiderpuppe für die Sachen der Baronin müsste großzügiger dimensioniert sein. Definitiv, ja. Sonnenblumen. Vermutlich von Van Gogh. Der hat ja haufenweise sowas gemalt. Allerdings dürfte es sich trotzdem nicht um ein Original handeln. Die kosten Tausende von Franken. Gut. Kommen wir zum Bett. Auf der Matratze ist noch ein Blutfleck zu sehen. Das Laken und die Bettdecke wurden schon entfernt. Vermutlich, damit sie untersucht werden können. Und plötzlich leuchtet sein Haar. Nichts. Das habe ich auch eine andere Sache, die ich festgestellt habe. Manche Sachen muss man mehrfach untersuchen, teilweise sogar 3 oder 4 Mal, bis man alle Informationen bekommt. Ein Tonbandgerät. Dürfte zu den fest eingebauten Lautsprechern und damit zur Kabinenausstattung gehören. Das Tonbandgerät hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Aber es war mal sehr teuer. Obere Preis- und Qualitätsklasse. Eindeutig. Ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, viele
viele der Jüngeren heutzutage können ja mit Kassetten schon nicht mehr so wirklich was anfangen. Aber Tonbänder? Oh, ey. Das ist... Na gut. Betrachte den Blutfleck. Der ist doch aber hier. Der Blutfleck ist und bleibt der einzige Hinweis, dass hier ein Verbrechen verübt wurde. Irgendwie... Das ist seltsam. Das Blut ist so rot. Müsste es nicht mit der Zeit durch die Luft immer dunkler werden? Bräunlicher? Allerdings, ja. Wer tatsächlich mal einen Blutfleck auf Stoff oder sowas gesehen hat, wenn das Blut frisch ist, ja, dann ist es rot. Da ist schon was dran. Aber Blut oxidiert an der Luft und wird dann so bräunlich, ne? Und das ist tatsächlich ungewöhnlich. Da oben ist noch der Alarmmelder. Noch ein Alarmmelder. Dieser hier wurde irgendwann mal betätigt. Der Draht der Verplombung ist gerissen. Aber ob das gestern oder vor 5 Jahren passierte, lässt sich nicht erkennen. Eine große, hässliche und obendrein auch noch unpraktische Vase. Hätte sie eine größere Öffnung, könnte man sie immerhin noch als Schirmständer benutzen. Man kann nichts erkennen. Boah, schwerer als sie aussieht. Da ist was drin. Aha. Federn? Daunen, oder? Nichts Besonderes. Obwohl, es sieht aus, als sei eine Feder an der Spitze angesenkt. Verbrannt geradezu. Okay. Ich nehme sie mal mit. Moment mal, ich habe ja diese Zange. Ich will mit der Zange in die Vase greifen. Okay, geht anscheinend nicht. Aber dafür hat das Betrachten der Vase unsere Perspektive auf den Raum verändert. Das ist auch interessant. Das ist auch eine interessante Methode, dass das Spiel einen erst nach der Betrachtung eines spezifischen Gegenstands die Perspektive in einen Raum wechseln lässt. Die Baronin scheint keine Zeit gehabt zu haben, ihre Koffer auszupacken. Oder besser gesagt, ihren Butler anzuweisen, die Koffer auszupacken. Den Sinn hinter diesen runden Koffern habe ich ja ehrlich gesagt noch nie verstanden. Ne? Was sind das für komische runde Koffer? Die Bullaugen führen in Richtung Nebendeck. Hätte jemand die Kabine durch die Bullaugen verlassen, hätten Legrand und ich ihn sehen müssen. Okay. Die Bullaugen sind verschlossen und lassen sich von außen weder öffnen noch schließen. Es ist dasselbe Problem wie bei der Tür. Wenn jemand die Kabine durch die Bullaugen verlassen hat, wie wurden sie dann verschlossen? Und von draußen erschossen wurde die Baronin auch nicht. Der Doktor sprach von einem Schuss aus nächster Nähe. Wir können unter das Bett schauen. Irgendetwas ist da. Noch mehr Daunenfedern. Aha. Und auch diese sind angesenkt. Ich stecke sie zu den anderen. Aha. Jetzt hat die Perspektive wieder gewechselt. Das war also, was wir scheinbar finden mussten. Okay. Kaum kommen wir raus, haben wir wieder neue Personen, wie ich gesagt habe, ne? Neue Personen, die wir befragen können. Und hier haben wir den Butler, der sehr fahrig und nervös wirkt. Ich meine, klar, seine Herrin ist tot, aber trotzdem wirkt der Mann irgendwie... Also, das ist Nervosität, keine Trauer oder Sorge. Der Butler der Baronin sieht aus, als hätte er nicht viel geschlafen. Seinen Gesichtsausdruck würde ich als sorgenvoll bezeichnen. Okay, ich hätte das anders interpretiert, aber gut. Ah,
Hallo, Mr. Inch. Oh, Herr Wachtmeister. Sie sehen mitgenommen aus. Es muss schrecklich für Sie sein. Natürlich. Ganz fürchterlich. Niemand wird mich mehr einstellen. Wie bitte? Meine Herrin wurde ermordet. Würden Sie einen Butler einstellen, in dessen Umgebung Morde geschehen? Wenn sich herausstellt, dass sie keine Schuld trifft. Wenn? Aber wenn nicht, wem wird man dann die Schuld in die Schuhe schieben? Gärtner gibt es auf diesem Schiff keine. Ich verstehe Ihr Problem. Unter diesen Voraussetzungen werden Sie mir doch sicherlich einige Fragen beantworten, die helfen könnten, Sie von jedem Verdacht zu befreien. Natürlich. Es war der Butler. Nein, es war der Gärtner. Nein, es war Lady Westmacott in der Bibliothek. Ich glaube, ich verliere gerade den Faden. Egal. Ist Ihnen gestern Abend etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, nachdem sich die Baronin in den Salon begeben hatte, bin ich aufs Vorderdeck gegangen. Dort war ich, bis der Alarm losging. Ich bin zum Nebendeck gelaufen und dort kurz nach Professor Lucien und Miss Miller eingetroffen. Dort haben wir sie und den Inspektor Legrand vorgefunden. Sie waren ohnmächtig und der Inspektor bat uns, uns um sie zu kümmern. Haben Sie den Schuss gehört? Nein, nur den Alarm. Sie meinte, Sie seien auf dem Vorderdeck gewesen. Es klang, als hätte die Baronin Ihnen für den Rest des Abends freigegeben. Nicht ganz. Ein Schiffsjunge informierte mich darüber, dass die Baronin dringend um 21:45 geweckt zu werden wünsche. Richtig. Was hatte es damit auf sich? Ich vermute, dass sie mit den anderen Gästen und dem Kapitän auf die Reise anstoßen wollte. Ursprünglich wollte sie sich wohl nicht mehr zwischendurch hinlegen. Das war nicht ihre Art. Sie war sehr ausdauernd, was gemütliche Runden mit dem einen oder anderen Gläschen Champagner angeht. Und vor allem wollte sie wahrscheinlich, wie wir jetzt wissen, zu der Zeit geweckt werden und im Salon dann selbst etwas enthüllen. Die Kabine der Baronin scheint durchsucht worden zu sein. Allerdings, von der Baronin selbst. Tatsächlich? Sie hat den ganzen Nachmittag etwas gesucht. Und hat sie es gefunden? Ich glaube, ja. Sie war in Hochstimmung, als sie endlich aus ihrer Kabine kam. Sie wissen aber nicht zufällig, was sie gesucht hat. Ich befürchte, nein. Würden Sie die Baronin als ordentliche Frau beschreiben? Nun ja, sie hatte immer sehr viele Verpflichtungen. Das beantwortet meine Frage nicht. Sie nahm stets viel Gepäck mit auf Reisen. Und ich half ihr, den Überblick zu behalten, so gut es ging. Sie war immer sehr wütend, wenn sie etwas nicht finden konnte. Was ist mit den Fotos und Dokumenten, die ich in der Kabine gesehen habe? Ich weiß es nicht genau. Die waren für mich tabu. Erinnerungsstücke von vor dem Krieg, würde ich sagen. Sie hing sehr an ihnen. Ob sie auf den Fotos jemanden, also ob auf den Fotos jemand war, den sie gesehen hat? Das wäre interessant, ne? Sie hat Fotos von früher und auf den Fotos ist jemand abgebildet, der dann auch auf dem Schiff war und dadurch kam sie vielleicht darauf, dass mit demjenigen was nicht stimmt. Die Baronin schien recht betrunken gewesen zu sein, als ich sie das letzte Mal lebendig gesehen habe. Tatsächlich. Das überrascht Sie. Trank die Baronin normalerweise nicht? Oh, doch. Genug, um es ihr nicht mehr anzusehen. Ich verstehe. Wie schlimm war ihr Alkoholproblem? Schlimm genug, um ihr ernsthafte gesundheitliche Probleme zu bereiten. War sie deswegen in ärztlicher Behandlung? Nein. Sie weigerte sich, standhaft einen Arzt aufzusuchen. Wie viele ältere Damen hatte sie eine starke Abneigung gegen Ärzte, Krankenhäuser und dergleichen. Wie lange arbeiten Sie schon für die Baronin? Etwa ein halbes Jahr. Erst ein halbes Jahr? Ich habe immer gedacht, Pater bleiben für Jahrzehnte bei Ihren Arbeitgebern. Auch diese Jahrzehnte müssen irgendwann beginnen, Herr Wachtmeister. Ihr vorheriger Butler konnte seine Arbeit nicht mehr erfüllen. Gicht. Verstehe. Ich habe seine Aufgaben übernommen und hoffte auf eine sichere Beschäftigung für die nächsten 20 Jahre. Darf ich fragen, was mit Ihrem Arm passiert ist? Ein Andenken an den Krieg. Behindert Sie ein steifer Arm nicht bei Ihrer Arbeit? Ja, das tut er. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Die Baronin hatte ein Herz für Kriegsversehrte. Ich glaube, sie hat selber sehr viel durchgemacht. Ich denke, das war erst einmal alles. Bitte finden Sie den Mörder. Sie müssen mich von jedem Verdacht reinwaschen. Ich muss sagen, der Butler ist mir sehr sympathisch. Ich hoffe wirklich, dass er damit nichts zu tun hat. Gut, aber wir werden dann beim nächsten Mal weitermachen. In der nächsten Folge werden wir weitere Untersuchungen anstellen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei und habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.